Einer unserer besten Soldaten wurde im Jahr das heiliger Erde zur Ruhe gebettet. Ein berühmter Yankee sagte einst, der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten begossen werden. Das ist eine Lüge. Das einzige Blut, das ich sehen will, ist das der Terroristen von Libertad. Wir müssen unsere Ärsche zum Fluss runterschwingen. Wer ist unser Gast? Das ist Kapitän Diaz. Er wird genau tun, was ich sage, wenn ich es sage. Und wenn er nur eine falsche Bewegung macht oder um Hilfe schreit, blase ich ihm die Scheißbirne weg. Was ist denn so besonders an dem Typen? Rein gar nichts. Aber seine Militärkumpels haben einen von uns gefangen. Also gibt's einen kleinen Austausch und dafür brauchen wir mindestens einen Kapitän. Diaz, zum Fluss. Danny, sicher nach hinten ab. Patrouille! Diaz! Hinter die Steine da! Los! Und wo findet der Austausch statt? Unser gemeinsamer Freund wird irgendwann einfach. Bis dahin gilt, je weniger du weißt, desto besser. Wohin bringen wir ihn denn? Das musst du auch nicht wissen. In Deckung! Diaz! Runter und mach keine Dummheiten! Unser gemeinsamer Freund spricht in höchsten Tönen von dir. Er nennt dich Chameleon. Den einen Tag koche ich Arroz con Puerco für Castillos Marine, am nächsten schippe ich Pferdescheiße für die verkackte Kavallerie. Ich könnte nie an der Kamera arbeiten. Ich bin ein furchtbarer Schauspieler. So zu tun, als wäre man einer von diesen Ärschen, ist einfach. Sie nicht zu töten, das ist das Schwierige. Schnell, verstanden! Ist es nicht zu laut, wenn wir im Fluss laufen? Das Wasser verwischt unsere Spuren, wenn sie Hunde schicken. Dann können sie uns nicht folgen. Gut voran. Aber Vorsicht, da kommt eine Brücke. Die wird gern vom Militär benutzt. Und Diaz, halt bloß dein verdammtes Maul.
warum du? Was meinst du? Unser gemeinsamer Freund lässt nicht jeden in unsere kleine Familie. Was ist so besonders an dir? Je weniger du weißt, desto besser. Das ist nur fair. Danke übrigens. Dank mir erst, wenn wir es geschafft haben. Mach ich. Ach, und Kapitän Diaz. Maul halten. Verstanden? Na, wer kommt denn da? Da lass den Scheiß. Mr. Fair hat sich Sorgen gemacht. Weil er sonst immer so entspannt ist. Und jetzt? Gib auf dich Acht da draußen, Micho. Wir bringen El Capitan zu einem anderen Unterschlupf. Danke für die Unterstützung, Danny. Na, Danny, warum zeigst du der Werkbank nicht mal, wer hier die Hosen anhat? Hallöchen, Schätzchen. Gut gemacht. Mein Applaus ist dir sicher. Du weißt das? Mhm. Sergio hat angerufen und dich als harten und wilden Kämpfer beschrieben. Dann hat er noch geflucht, aber nur weil ich ihm gesagt habe, er soll erstmal untertauchen. Aber jetzt ist Senor Capitan in Sicherheit. Was hast du jetzt mit ihm vor? Sergio sagt etwas über einen Austausch. Ich will die Überraschung nicht verderben. Komm bei mir vorbei. Dann erzähle ich dir alle meine heißen Pläne persönlich. Gracias, Schätzchen.
Lieferung wird östlich von Valera abgelegt. Bitte bestätigen. Roger, unser Team vor Ort wird sie... Mal sehen, ob ich es vor den Soldaten zur Abwurfstelle schaffe. Beeil dich mal. Das gehört mir, ihr kommt mir das! Okay. Hier ist es gefährlich. So. Scheiße, ja. Das ist richtig gutes Zeug. El Tigre, ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Turi da rein. Jedes Mal, wenn wir versagen, wird ein Guerriero geboren. Wir müssen diese Fehler ausmerzen. Wie? Mit Disziplin, Wachsamkeit und Wahrheit. Tigre? Ist Carlito etwa ein scheiß Panzer? Na klar doch! Was hast du denn gedacht? Jede Form der Kontrolle, die muss vom Kulturministerium geprüft und geprüft werden. Ja.
Scheiß. Das ist Diego. Der arme Junge hatte nie eine Chance. Komm her. Allen warst du der Verrückteste. Wo warst du so lange? Dieses Foto zeigt. Sollen Sie nur kommen? Carlito! Deine Tigre! Ihr habt es geschafft! Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist! Ja! Was redest du denn? Das ist Carlito! Jeder kennt Carlito! Deine Tigre! Es gibt da eine Höhle, die wir während der Revolution benutzt haben. An der nächsten Straße links, dann zur Brücke. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Schlechter Zeitpunkt! Das macht dich verdammt Spaß! Es geht um Lobo!
Weißt du noch, wie ich sagte, dass er... Ehrlich, ich wollte gerne noch eine Geschichte über dich, Lobo, und die Legenden hören. Aber ich hab grad zu tun. Ja, du hast recht. Carlito soll sich rächen. So, wie schön. Was verdammt macht der hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai. Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei, wenn alle frei sind. Sieh! Komm! Komm schon, das wird gut! Schon okay. Komm schon!